Das muss man sich mal bewusst machen, wie gigantisch groß das ist. Das entspricht einer Größe von 517 Fußballfeldern. Wäre, wenn das so in diesen Dimensionen passiert, vermutlich die größte, aktuell größte Waldrodung in Deutschland. Und dieses Waldgebiet soll jetzt demnächst von einem großen Investor gerodet werden, im Wesentlichen, um Photovoltaik hinzubauen und sogar zusätzlich Windräder. Im Namen des Klimaschutzes einen gesunden Wald zu roden, ist völlig absurd und läuft der Idee des Klimaschutzes und des Ausbaus regenerativer Energien völlig entgegen. Der Waldzustandsbericht in Brandenburg sagt, dass nur noch 8 von 100 Bäumen gesund sind. Und deswegen, da sind sich die Wissenschaftler einig, dass die Wälder geschützt werden müssen und dass wir eigentlich noch mehr Waldflächen brauchen. Und vor allem ist diese Waldfläche nicht einfach nur eine Waldfläche, sondern eine große Verbindungsfläche zwischen dem Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin und dem unteren Odertal. Und diese Verbindungen für die Natur und für die Tiere sollten nicht kaputt gemacht werden. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich absurd ist, für erneuerbare Energien Wald abzuholzen. Hier haben sich der Schwarzstorch angesiedelt, der brütet hier. Das ist eine sehr streng geschützte Großvogelart, auch sehr störungssensibel. Der Seeadler brütet hier in dem Wald und es gibt diverse Fledermausarten, die auch geschützt sind und auf der roten Liste stehen. Also eine Besonderheit dieses Waldes ist auch durch die Umzäunung, dadurch, dass er so wenig gestört wurde, dass eben der Wald sich natürlich entwickeln konnte. Also es ist ein Grundbestand an Kiefern da, aber über die Jahre haben sich halt im Unterwuchs viele andere Gehölze ansiedeln können. Solche Gebiete sind super selten und deswegen ist dieser Wald quasi ein Kernelement der Landschaft hier und sollte unbedingt geschützt werden. Wir als BVB Freiwillige haben ja schon in den letzten Jahren immer gesagt, es kann nicht sein, dass wir Wald, der ohnehin eine CO2-Senke ist, dafür roden, um erneuerbare Energien zu produzieren. Wir haben gesagt, keine PV und keine Windkraft im Wald. Wir haben gesagt, keine Photovoltaik auf wertvollen Ackerflächen, damit wir eben nicht Wald oder andere Naturoasen sozusagen und auch keine wichtigen landwirtschaftlichen Flächen, die wir für die Ernährung brauchen, mit Photovoltaik zubauen.